Okay, das ist jetzt die fertige Puppe. Also wenn man sieht, kann man die Augen verdrehen. Dann die Arme, der Stock, den musst du selber ranbauen, bitte. Und man kann sie super spielen, also die ist wunderbar zu spielen. Da muss man halt ein bisschen üben. Ich bin jetzt kein geübter Spieler und man muss die schon üben halt einfach. Man muss sich das auch irgendwie zu Leibe, also zu Gemüte führen. Also das ist nicht so leicht, aber es bewegt sich, es ist leise. Die Augen sind leise, Gott sei Dank. Das war nämlich ein Problem. Aber sie lässt sich gut spielen und man muss da wirklich eine Technik sich ausdenken. Aber du schaffst es schon.